Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu einer Folge Roguelike. Aber Lost Castle, haha. Wir haben diesmal, man kriegt anscheinend irgendjemanden, einen Pfeil- und Bogentyp. Also das ist unser Standardangriff. Wenn wir hier so einen Dreier machen, guck mal, dann macht er, weiß ich, macht er drei Pfeile, zack, oder? Bam, 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 bam. Ist schon nice, würde ich sagen. So, wir hatten in der letzten Folge, das ist jetzt wie bei Skull. Wir kriegen jetzt zum Beispiel hier eine Waffe geschenkt, wie ein Schädel. Und hier kriegen wir wahrscheinlich einen Gegenstand geschenkt, wie Dingsen. Okay, erstmal hier die Dinger öffnen. Ob da was drin ist. Pam, pam, pam. So, was haben wir denn hier? Ein Stab. Der Diamant glitzert wie Eis, das niemand schmilzt. Hat 14 Angriff. Und ein Eiskristall. Und bei Zauber nochmal plus ein Angriff. Hat 5 Angriff mehr, aber jetzt haben wir ja das hier eigentlich, ne? So, Kollege, was mit dir? Danke, dass du mich befreit hast. Ach, gar kein Problem. Ich bin Schmied. Ach nein, was so nix. Ich kann keine Dämonen bekämpfen, aber ich kann dir Waffen anbieten. Aber ich möchte jetzt gerne eine Runde Pfeil und Bogen machen. Eine eiserne Truhe vollgestopft mit Dinge. Oh, du hast mich verfreut. Sehr gerne. Ich bin ein erfahrener Dieb. Wie ich hörte, was hast du denn da für mich? Ich kann dir ein paar gestohlene Gegenstände anbieten, um dich im Kampf gegen Dämonen zu unterstützen. So, dann kriegen wir schon mal hier 2 Bananen. Also eine Banane und ein Dingsen. Ja, dann würde ich sagen, let's go! Möge das Glück mit dir sein, Schatzjäger. Gar kein Problem hier. Okay, let's go. Neues Level. Pam, 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 pam. Er kriegt erstmal hier ein paar Dinger ab. Neues Monster da hinten. Pam, pam, pam. Auf Abstand. Pam, 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 pam. Was ist hier los? Alter. Geht ja gut ab schon direkt. Nicht mit mir, Freundchen. Ja, wenn man nicht trifft, ist auch gut, ne? Pam, pam, pam. So, in der letzten Folge am Ende, die Seelen, das will ich mal eben erwähnen, die Seelen, die man nicht verbraucht, werden weggeschmissen. Quasi wie bei, das hatten wir doch auch schon mal ein Spiel. Irgendein Spiel war das doch auch, wenn wir das nicht zu Ende benutzt haben. Dann wird das auch irgendwie verschwendet, verbraucht, wie auch immer. Was mit dir? Nix? Okay. So, was haben wir hier? Mehr Leben. Ein unbekannter Trank. Trinken wir mal, damit wir wissen, was passiert. Ich kann meine Gliedmaßen nicht mehr spüren. Ah, wer braucht schon Gliedmaßen? Ja. So, ein Dolch oder 2 Dolche. Der spitze Ende muss in die Richtung der Feinde zeigen. Hast du gehört, ne? So. Bam, 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 bam. Oder Huja. Huja. Weg. Pam, pam, pam. Zack, 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 zack. Vielleicht sollte man nicht alle pullen, aber egal. Oben rechts ist auch noch einer. Gar kein Problem hier für mich. Kommt noch mehr. Pam, pam, pam. Also wenn wir rollen. Oder nee, doch nicht. Ja. Ich hatte gerade so einen anderen Pfeil. Aua. Verstehe ich nicht. Jetzt nicht mehr. Aua, aua. Hast du gesehen, meine Augen? Fast rausgeploppt. Jo, ouch. Pam, 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 pam. Aua. Kann ich das abbrechen? Nee, ne? Huiuiui. 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 Ouch. Vielleicht doch nächstes Mal den Stab nehmen. Aua. Oder nicht alle pullen. Ich esse mal ein paar Bananen. Da, guck, da war jetzt schon wieder so ein geiler Pfeil. Da, schon wieder. So ein Durchschusspfeil.
Wie mache ich den durch? Ah, so nach vorne und dann zack. Nach. Also doch, einmal rollen und dann. Okay. Kann ich hier ausrutschen? Tut mir das weh? Nee, ne, ich hoffe nicht. Das heißt einmal zack und dann wum, wum, wum. Zack, wum, wum, wum. Eine goldene Truhe. Gold ist auch mal gut, ne? Was? Keine Sorge, er ist nicht vergiftet. Achso, das ist der Apfel. Beschwört eine giftige Kugel. Okay. Hähnchen und so. Rüstung des Banditen. 22 Leben, ein Angriff weniger, 7 irgendwas. Achso, Verteidigung und langsam werden wir. Und zusätzliche Eigenschaften für Zweihänder und Musketen. Man kriegt 5 Angriff dazu. Oh. Alter, wie sehen wir denn aus? Und nochmal 2 Angriff mehr. Okay. Gibt es hier eine Karte oder so? Nee, ne? Damit wir wissen. Zack. Wo zum Beispiel der Boss ist, dass wir erstmal so alle anderen Wege machen, weißt du? So, jetzt erstmal alles aufgefordert. Was haben wir hier denn Schönes? Noch ein paar Äpfel. Runterschießen können wir ja leider nicht, ne? Aua. Äpfel wieder weg. So. Mit den Kollegen hier können wir ja leider nichts anfangen. Gefühlt, wenn wir so stampfen, als würden wir Schaden machen, ne? Ich glaube einfach, wenn wir am falschen Weg gehen, haben wir einfach Pech, ne? Weil wir kommen ja auch nicht wieder zurück. Zack. Zack. Aua. Giftige Kugel. Huiuiui, ein Dicker. Pam, 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 pam. Hier. Hier. Ich hab einfach mal meine Sachen rausgeworfen. Passiv. Einmal mit. Gut, der ist auch weg. Zack, 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 zack. Noch ein Apfel, sehr gut. Gleich essen. Huyo-Zang! Huyo-Zang! So, essen. Essen. Also diesen Fallen. Zack. Gelten die nicht für euch, oder was? Bam, 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 bam. Zack. Okay. So, haben wir hier irgendwas? Den Tisch, den kann man Schaden machen. Und die kann man kaputt machen, ach so. So, dann zeigt mal her hier noch ein paar Äpfel. Äpfel und vor allem Hähnchenkeule. Ja, dann gehen wir erstmal hier hoch. Mhm. Ein Kistenraum. Noch mehr Essen. Ich glaube, Essen ist hier in diesem Spiel richtig wichtig, oder? Wichtig. Oh. Ein Kroko. Nee, nix da. Nix da. Nein, nix da. Nein. Einfach gesnackt. Er hat sich The Poppy. Nee, kein Poppy. Pam, hier. Kommt da gar nicht hin bis dahin. Alter, ich kann das nicht abbrechen. Das ist das Problem. Aua! Ah, daneben. Aua! Okay, dieses Anlaufen. So kann ich ihn schön in den Arsch pieken. Er hat Hunger. Er will mich. So, jetzt wieder in den Arsch pieken. Huiuja. Heuer. 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 Pam, 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 pam.
Komm. Okay, jetzt wieder warten. Gar kein Problem. Okay. Und jetzt wieder in den Arsch. Bam, 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 bam. Okay, der ist einfach. Nur nicht verkacken. Ich snack nochmal was. Okay. Aua, mit dem Schwanz kann er schlagen. Er kann mit seinem Schwanz schlagen. Huh. Bam, 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 bam. Huja. Nicht mit mir. Nein, nicht mit seinem Schwanz. Komm, den haben wir gleich. Pam, 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 pam. Neue Schätze erscheinen im Schloss. Weil wir ihn geplättet haben. Den Dino. Finden wir hier was? Oh ja. Ja. Hier versuche ich mal so einen Doppelten zu machen. Vor allem, er ist am Boss. Geplättet. Und das schon in der zweiten Folge. So. Tabaya. Die Kleidung des Fleischfressers. Normale Rüstung. 40 Leben, 2 Angriff. Verteidigung geht ein bisschen runter. Yoshi! Uha. Was können wir denn hier jetzt alles? Oh, jetzt habe ich einem was gesnackt. Warte mal. 2 Crit. Okay. Bum, bum, bum. So, was haben wir hier denn? Zweihändig. Klinge des Schlechters. 13 Angriff mehr. Das Messer ist groß und trägt die volle Verantwortung. Warte. Nein, du trägst die Verantwortung. Und es hat die Fähigkeit Wahnsinn. Aber ich kann nicht nachgucken, was Wahnsinn ist, ne? Was ist Wahnsinn? Fähigkeit Wahnsinn. Steht einfach nur Wahnsinn. 35 Sekunden, ja. Aber wir wissen halt nicht was. Das ist das Problem. Dämonenfuß. Ein Dämonenfuß mit großer Macht. Dazu Blasen, Warzen, Hühneraugen und einen käsigen Geruch. Nicht sicher, ob es die böse Energie ist oder doch der Gestank, der die Feinde tötet. Deine Füße enthalten dämonische Kräfte. Ist passiv. Bam. Oh, jetzt können wir stampfen. Gut. Kann ich dich wegmachen? Nee. Weiter geht's. Tom der Goblins. Erfolgreich geschafft. Jetzt kommt der Brombeerhof. Hallo. Wow. Aua! Erstmal hier ein bisschen snacken. Heya! Autsch! Autsch! Yoshi! Lass mich nicht sterben! Ich bin Yoshi! Aua, diese Blumen. So, das war's an Heilung. Heya! Du blöde Spinne, warum sind es denn immer Spinnen? Warum müssen es denn immer Spinnen sein? Ihhh, Krabbelviecher. Wie, er verliert die dicke. Er verliert. Rauf da. Los, mach weg. Gott sei Dank. Komm. Hat das hier oben irgendwas zu bedeuten? Erstmal Heilung. Das hier? Nö, ne? Hi. Was hiermit? Dürfen wir da überhaupt... Das Ding macht uns jedes Mal Schaden, wenn wir dagegen hauen. Vielleicht darf man nicht dagegen hauen. So, was kriegen wir denn hier Schönes? Das kann man alles. Die Spitze... Achso, das Dolch noch. Requisitenrüstung. Ja, macht weniger. Brauchen wir also nicht. Ein Trank mit Effekt. Sieht mir wie ein Heiltrank aus. Deswegen benutze ich den jetzt noch nicht.
Was hiermit? Aua! Mann! Autsch! Verdammt! Okay, ich trinke dich. Oh nein, was habe ich nur getrunken? Ich weiß, oh nein, wir verlieren Leben. Schnell gegenheilen. Oh shit. Oh shit. Zwei Leben nur noch. Er ist selber gestorben. Oh nee. Stirb. Er lebt aber noch. Hier ist noch eine Seele. Was hiermit? Ist eine Falle. Okay. Haha. Im Ruhe. Geh weg. Eine Banane. Ah, gleich essen. Okay. Da ist nichts. Ein Blob. Wir können den Angriff aufladen. Gib mir was zu essen. Oh nee, shit. Och Mann, ich war mit Aufladen beschäftigt. Game over. Dilü. 57 Monster getötet. 52 Gold, 64 Seelen. Jetzt können wir richtig shoppen gehen. Shoppen gehen. So, was shoppen wir dann? Ein weiterer Schatzjäger, der von den Goblins gefangen genommen wurde. Vielleicht kann ich ihm eine Chance geben, wenn ich diese Dämonenseelen opfere. Wir könnten jetzt das natürlich für den Trank machen. Machen wir, glaube ich, auch, ne? Pam. So, der Alchemist stellt mehr Tränke zur Verfügung. Opfere Dämonenseelen, um mehr Leben. Nächstes Level, Fähigkeiten, Abklingzeit. Okay. Also grundsätzlich haben wir hier erstmal unsere Hauptattribute, wie zum Beispiel Damage, Crit, Verteidigung, Geschwindigkeit, Leben und Fähigkeiten. So, hier mal kriegen wir mehr Tränke, mehr Truhen, mehr Waffenauswahl. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen erstmal auf Damage. Was kriegen wir als nächstes? Der Schmied bietet jede Runde bessere Waffen an. Das ist ein legendärer Schmied. Oder wir gucken natürlich, was hier drin ist, indem wir jetzt einmal Crit öffnen. Das Tragen einer schweren Rüstung verlangsamt dich nicht mehr zu sehr. Okay. Dann eine Verteidigung. Die Truhen beinhalten mehr Gegenstände. Oh, alles sehr interessant, ne? Ja, und dann war es aus. Und der Rest muss leider geopfert werden. Wir haben eine Seele leider zu wenig. Wir können uns hier nichts mehr leisten. Das heißt, den Rest, den opfern wir. Und als nächstes... Oh, mein Schädel war billig. Sehen wir uns nächste Folge wieder. Die Folge ist kurz, aber es muss nicht jede Folge 40 Minuten gehen. Wir sind tot. Wir haben einen Boss geklärt. Boss tot, wir tot. Wir sehen uns nächste Folge. Kannst mir ja ein Abo da lassen, ich würde mich freuen. Und dann... Ja, danke, danke, danke. Ja, vielen Dank. Lost Castle, meine Damen und Herren. Tschüss.